Nicht weiter scrollen. Achtung, 5.445 Bitcoin wurden gekauft und mal wieder, wer hätte es gedacht, von Michael Saylor. Insgesamt 147 Millionen US-Dollar hat Michael Saylor wieder nachgekauft und zwar in Bitcoin. Wer hätte es gedacht? Michael Saylor, einer der größten Hodler überhaupt in unserem Bitcoin-Markt, erhält im Moment 158.245 Bitcoin. Wie krass ist das denn? Insgesamt 4,68 Milliarden Dollar ist das Ganze wert und insgesamt ist sein Durchschnittspreis bei 29.582 US-Dollar pro Bitcoin. Großer Fehler oder geniales Investment, geniale Strategie? Was meinst du? Schreib's mal rein in die Kommentare. Lass es mich gerne wissen, was du davon hältst. Gerne reinfolgen, plus wegmachen, nichts mehr verpassen. Let's go!